Willkommen, meine laktosenintolerante Zuschauer. Mein Name ist Abraham Okulp. Wir wollen glauben, dass wir Menschen nicht alleine im unendlichen Universum sind, dass 10, 100 oder vielleicht tausende Lichtjahre von uns entfernt eine ähnlich intelligente Zivilisation existiert und wie wir interessiert ist, uns kennenzulernen. Aber sind wir eigentlich bereit dafür? Vielleicht wäre es besser, die Suche zu stoppen, alle Aktivitäten abzubrechen. Denn selbst der verstorbene Astrophysiker Stephen Hawking warnte vor Kontakt mit Außerirdischen. Denkt nochmal an die Ureinwohner Amerikas. Sie wurden versklavt und abgeschlachtet. Von einer Kultur, die technisch überlegen war. So ein Ende könnte uns auch folgen. Aber bevor wir weitermachen, in der Infoblase wird jetzt in jedem Video eine Frage eingeblendet. So könnt ihr zusammen auswählen, welches Thema als nächstes von mir gestellt werden soll. Die Antwort mit der Mehrheit der Stimmen wird ausgewählt. Wir fangen an. Falls es doch zum Kontakt kommen würde, wie sollten wir miteinander kommunizieren? Wir führen seit Jahrhunderten untereinander Krieg. Unsere Geschichte ist von Eroberungsfeldzügen geprägt. Eine andere Zivilisation würde uns als unfähig einsehen, ein friedliches und logisches Leben miteinander zu führen. Die Außerirdischen konnten es auch nicht für gut heißen, dass die einen stinkreich und die anderen vor Hunger sterben. Unsere Welt wird täglich von uns ausgebeutet, nicht nur für die Bedürfnisse, sondern auch für das eigene Vergnügen. Aber wer weiß, ob sie eine moralische oder ethnische Umgangsform haben. Es könnte auch sein, dass sie Forderungen an uns stellen, die Umwelt zu schützen oder Konflikte innerhalb der Erde zu lösen, bevor sie bereit wären, mit uns zusammenzuarbeiten. Wir Menschen haben unsere eigenen Kulturen und Traditionen. Jeder von uns weiß, wie fremd andere Länder auf uns wirken, zum Beispiel der Deutsche. Wischt sich den Hintern mit Toilettenpapier ab, dem Afrikaner reicht da einfach ganz normales Wasser aus. Die Unterschiede zwischeneinander sind sehr groß. Sogar wegen der Hautfarbe und dem Aussehen scheitern oft Gespräche untereinander. Rassismus und Nulltoleranz zwischen uns ist so stark wie nie zuvor. Wie würden dann erst die Außerirdischen für uns wirken? Stell dir vor, bei denen wäre es ganz normal, dass sich die Eltern mit den Kindern paaren. Oder Kannibalismus bei Verstorbenen. Wie tolerant wären wir bei so etwas? Wir sollten auch nicht so arrogant sein und denken, dass wir das Wichtigste im Universum sind. Unsere Erde könnte noch viel interessanter sein als wir. Der blaue Planet ist sehr reich an seltenen Ressourcen. Stellt euch mal bildlich die indigene Völker vor. Sie leben meist in Regenwäldern ganz ohne moderne Technik. Sie wirken auf uns, als ob sie in der Zeit stehen geblieben sind. Und dieses Szenario konnte uns treffen. Diese fremde Zivilisation mit seinem Hightech und Riesenraumschiffe, die viele tausende Lichtjahre zu uns flogen, würden uns mit hoher Wahrscheinlichkeit bei weitem überlegen sein. Wir wären für sie primitive Affen, die mit Feuer und Steinen überleben. Ich glaube kaum, dass sie uns helfen würden. Denken wir mal nach, es gibt eine Existenz, die uns sehr ähnelt, genauso mit Emotionen ausgestattet sind wie wir, die fast gleiche Moralvorstellungen besitzen. Wir würden natürlich erwarten, dass sie uns technologisch vorantreiben, damit das Leben auf der Erde sich verbessert. Schaut euch am besten an, wohin der Wind der Technologie weht. Ganz klar in die Waffenindustrie. Es werden Milliarden Gelder in die Waffenforschung ausgegeben. Und unsere hochentwickelte Waffen hören nicht auf zu töten. Mit hoher Wahrscheinlichkeit würde eine intelligente Zivilisation uns keine Technologie zur Verfügung stellen. Zu hoch sei die Gefahr, dass diese Waffen gegen sich selbst eingesetzt werden könnten, denn wir sind für unsere Gewaltsamkeit sehr bekannt. Eine weitere bekannte Gefahr dürften wir nicht vergessen, und sie ist mikroskopenklein, Bakterien aus dem Weltall. Der Weg der Evolution müsse jedem bekannt sein. Schon alles Leben hat mit Bakterien angefangen, viele Formen, die sich in Millionen Jahren zu einem Menschen gebildet haben. Schon allein durch die Atmung oder Gegenstände einer außerirdischen Lebensform könnte er alle Leben auf der Erde vernichten. Erinnert euch an die Pest oder an die spanische Grippe. Was allein könnte ein Organismus aus dem Weltall anrichten? Kommen wir zum letzten Abschnitt. Wären wir bereit, die Erde zu teilen? Stellt euch mal vor, ein Planet irgendwo im Universum hat sein Ende gefunden. Eine biologische Katastrophe ist ausgebrochen. Die außerirdischen Lebensformen hat alles im Not stehen und liegen gelassen und mit sehr viel Glück nach vielen tausend Jahren die Erde gefunden, die ihren alten Planeten geähnelt hatte. So gesehen wären sie Flüchtlinge und auf unsere Hilfe angewiesen. Wären wir bereit, unsere knappen Ressourcen zu teilen? Schon bei unserer eigenen Spezies ist das Feuer am Brennen. Flüchtlinge werden leider als faule, arbeitslose Menschen angesehen, Person dritter Klasse. Ich glaube kaum, dass wir uns so einen Kontakt vorgestellt haben. Wir wären nur bereit, eine andere Lebensform kennenzulernen, wenn es tausende Lichtjahren von unser Haus entfernt wäre und ein starker Nutzen sich daraus rentieren würde. Am Ende angelangt, hoffe ich, dass euch dieses Video gefallen hat. Über eine Bewertung würde ich mich sehr freuen. Für jeden Neuankömmling steht auch ein Abonnier-Button bereit.
Das war's, euer Abraumokult.